Man wirft uns vor, dass wir sagen, aus der Kirche heraus. Man muss in der Kirche bleiben. Meine Lieben, was ist denn Kirche? Die Rechtgläubigen. Hat nicht Maria gesagt, Rom wird den Glauben verlieren? Hat es nicht geheißen, es gibt mal eine Afterkirche? Hat es nicht geheißen, die Kirche wird nur noch in Privathäusern zu finden sein? Sagte die Gottesmutter in Lazarett. Wenn ihr den Gräuel an heiligen Städte seht, dann flieht daraus, damit ihr nicht teilhabet an der Sünde. Der größte Teil der Kirche, und ich weiß, wovon ich rede, ist ein Gräuel. Nicht überall. Keine Regel ohne Ausnahme. Wir verlassen ja nicht die Kirche ist der wahre Glaube, sondern wir verlassen das Bodenpersonal der Kirche. Und dieser Bergoglio, das ist pure Gift. Und so raffiniert, dass es kaum jemand begreift. In der Zeitung L'Osservatore Romano, das ist die Kirchenzeitung vom Papst, da ist alles wunderbar geschrieben. Alles umschrieben wieder, wo er, wenn er so aus sich heraus spricht, verrät er sich manchmal. Und die Zeitung ist sofort alles richtig wieder. Der Teufel sagt auch nicht zu dir, hör auf zu beten, das ist Blödsinn. Hör auf! Er sagt ganz was anderes. Mehr beten. Noch mehr beten. Noch viel mehr beten. Bis man umfällt und dann betet man gar nicht mehr. Dann lacht. Es ist nun die Zeit, dass die wahre Kirche in den Untergrund geht. Und was machen wir? Wir haben ja schon ein bisschen angefangen. Wir sind bis nach Berlin hinaus über Vorträge gehalten. Es gibt doch immer wieder Menschen. Es kommen Gute, das stimmt, Gott sei Dank. Aber es kommen noch viel Danker. Schwere Sünder. Also soll niemand sagen, ich würde für jeden Sünder, der mir ruft, ich möchte zu Gott finden. Er findet bei mir nur die Liebe Gottes. Nichts anderes. Aber wenn einer sagt, ich will nicht, obwohl er weiß, dann kann ich auch nichts tun. Petrus sagt, dann gelte dir wie ein Heide. Was machen wir mit den Heiden? Wir beten für sie. Wir werden ja dieses Jahr anfangen zu bauen. Denn ich habe Gott gefleht, ich brauche mehr Schwestern, ich brauche Priester. Und dann sagt er mir, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, du hast ja keinen Platz. Wohin willst du sie geben? Naja, habe ich gesagt, ja gut, dann baue ich. Und das tun wir auch. Denn es möchten viel mehr Menschen immer kommen. Wir haben hier nur 3 oder 4 Zimmer. Und wie ihr wisst, man wirft mir vor, ja, ich sei ein raffinierter Typ. Ich gebe das und das gratis und dann kommt das andere. Alle, die da kommen, sind übers Wochenende hier, ohne sie zahlen müssen, ohne Rechnung, haben Kosten Logie gratis. Wenn ihr ins YouTube in die Ding schaut, in die, wie heißt es? In den Job. Ja, in den Job. Also mir, wenn ihr alles gratis, was mir, ich meine, es ist ja wunderbar, ich bin ja froh, wenn sie das Michaelsalz bestellen und alles. Das ist ja alles gratis. Warum? Weil wir nicht für etwas, was geweiht ist, nicht Geld verlangen können. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es geben.
Ich sollte jetzt mehr Schwestern haben, nachher, und mehr Priester. Und dann werden wir überall Runden machen, werden dann Priester haben, die die Runde machen durch ganz Deutschland, Österreich, von Ort zu Ort. Da kann man zum Messfeier im Hause, Wohnhaus, beichten, die Sakramente spenden. Dann versteht ihr, warum ich hier mehrere Bischöfe habe. Den Firmen, und das sollte der Bischof. Jetzt werden wir ja wieder zu Episcopus Vagabundus, verganten Bischöfe. Und vor allem die Deutschen dagegen. Aber einer von den Deutschen hat da ganz gemein geredet einmal über die verganten Bischöfe. Dabei gibt es heilige Bischöfe, die waren verganten Bischöfe, Wanderbischöfe, Sigisbert, Gallus und die alles, das waren alles Wanderbischöfe. Und das kommt wieder. Die Apostel waren Wanderbischöfe. Wir gehen wieder zurück in das Altertum. Denn das war neu. So hat es Gott gewollt. Und die Apostel haben gemacht, was Jesus wollte. Auf das gehen wir zurück. Aber das muss Gott machen. Ich bin nur ein Werkzeug.